Das Thema der Amiga und die PC-Welt hat schon ein paar hübsche Minuten bei den Yesterchips in Anspruch genommen. Die Rede war stets von Hardware, wie etwa den PC-Steckkarten KCS PowerPC oder Vortex AT1s für den Amiga 500, 500 Plus oder 600. Oder es ging um die Bridgeboards der Leistungsklassen 8088, 286, 386 oder gar 486 für die großen Amigas, also 2000, 3000 und 4000. Okay, der Vollständigkeit halber sei auch noch das Sidecar A1060 für den Amiga 1000 erwähnt. Sinn und Zweck dieser Hardware ist es, dem Amiga einen weitestgehend kompatiblen PC zur Verfügung zu stellen, die Ressourcen des Systems wie etwa Festplatte, Maus, Tastatur, Bildschirmausgabe und die Schnittstellen nutzen zu können. Kurzum, mit so einer Gerätschaft baut man sich einen PC in seinen vorhandenen Amiga ein. Das Thema Bridgeboards wurde ja bereits ausgiebig in den Folgen 12 bis 16 und 20 breit getreten. Problem nur, wie bei beinahe jeder exklusive Amiga-Hardware, der Anschaffungspreis. Das letzte Bridgeboard, welches ich bei eBay gesehen habe, mit dem man auch richtig was anfangen könnte, also keine XT-Krankheit, zwar eine A2386 und wohlgemerkt ungeprüft und ohne Arbeitsspeicher, also nicht funktionstüchtig. Das Ding ging für sagenhafte 300 Euro weg. Also ganz ehrlich, für 300 Euro kriegt man ein paar echte 386er PCs, die höchstwahrscheinlich sogar performanter sind als dieses Bridgeboard. Jetzt mal angenommen, man könnte ein 486er PC-System für den Amiga bekommen, welches nahezu die gleichen Annehmlichkeiten der Bridgeboards und PC-Karten bieten kann, dabei super leicht einzurichten und stets umkonfigurierbar ist. Und welches sogar imstande ist, Windows 95 laden zu können. Das klingt erstmal fantastisch, ne? Und jetzt setze ich noch einen Wahnsinn obendrauf. Das Ganze kostet genau nix. Ja, und noch besser, zur Installation muss man keine einzige Schraube am Amiga aufmachen. Irgendwo muss da doch ein Haken sein. Jo, es gibt auch einen, und zwar einen ganz gewaltigen, aber versauen wir uns erstmal nicht die gute Laune und Vorfreude und legen los mit PC Task. Erstmal gibt's jetzt ein Dankeschön an die mittlerweile über 2000 Abonnenten, die sich meine Videos offensichtlich gerne anschauen. 2000, das sind doppelt so viel, wie mein Heimatort an Einwohnern hat. Na, das ist schon bemerkenswert. Aber gut, 2000 ist nur eine Zahl und deswegen fangen wir jetzt an. Bevor ich euch ins unvermeidbar eiskalte Wasser werfe, um die jetzt vielleicht noch vorhandenen Illusionen final abzuwaschen, erstmal ein paar Aufnahmen vom finalen Ergebnis, so wie PC Task derzeit bei mir läuft. Wenn die Installation und die Einrichtung durchgeführt worden ist, lässt sich PC Task ganz simpel von der Workbench aus über Piktogramm starten. PC Task kann auf die Amiga-Diskettenlaufwerke zugreifen, ein eventuell vorhandenes CD-ROM-Laufwerk mitnutzen. Und als Festplatte verwendet es Hardfiles, also virtuelle Festplatten. Auf diesen kann man, wie etwa hier, MS-DOS installieren und damit beinahe genauso herumspringen wie mit einem richtigen PC. Multitasking zwischen PC Task und Workbench ist möglich. Ich möchte euch jetzt erstmal gar nicht viel erzählen. Das, was ihr hier seht, habe ich in Echtzeit aufgenommen. Ihr könnt euch also erstmal einen Eindruck von der Leistung verschaffen. Ins Detail geht's dann etwas später. Wie man hier hören kann, emuliert PC Task den PC Speaker. Thank you.
Sowohl unter MS-DOS als auch unter Windows kann man die Maus benutzen. Während PC Task sich hier nun abmüht, Windows 95 zu starten, habe ich genug Zeit, den eingangs vermuteten Haken an der Sache näher zu beschreiben. Ja, PC Task ist eine PC-Emulationssoftware für den Amiga und ja, das Ding ist richtig gut. Es emuliert einen 486er. Allerdings kommt es nicht ohne Hardware aus. Und das ist die Krux. Man spart sich vielleicht die hohen Anschaffungskosten für ein Bridgeboard oder eine PC-Karte, aber zumindest in der Vergangenheit muss man einmal richtig Geld in die Hand genommen haben für einen richtig gut ausgerüsteten Amiga. Für meine Beispiele auf echter Hardware hier verwende ich einen Amiga 4000 mit Cyberstorm Mark II Turbokarte, 060er Prozessor bei 50 MHz und bei geladenem OS 3.9 nebst Classic Workbench Erweiterung noch 76 MB freiem Fastram. Und dass das noch zu wenig sein kann, sehen wir gleich. Wir reden also von einem richtigen Dampfhammer im Sektor der klassischen Amigas. Freilich kostet die Amiga-Emulation WinUAE praktisch gar nichts, aber mal ehrlich, warum sollte man sich unter Windows einen Amiga emulieren, nur unter welchem man dann erneut einen PC emulieren würde? Na okay, die Sinnfrage stellt sich wie immer nicht. Manch einer mag das halt machen, weil er es eben kann, und ich will auch gar nicht abschätzig über WinUAE sprechen, denn gewiss ist es keine schlechte Idee, das PC-Task-Setup unter WinUAE zu machen. Auf echte Hardware kann man ja immer noch wechseln. Also kurzum, ja, unter einem mindestens 020er Prozessor läuft PC-Task zwar auch, aber ihr werdet daran definitiv wenig Spaß haben. Ihr braucht Leistung. Dampf auf der Röhre, ja? Richtig Druck muss die Karre haben. Möglicherweise wäre das mal eine sinnvolle Anwendung für die Vampire. Tja, denn dann hätte dieses komische Ding wenigstens mal halbwegs eine sinnvolle Einsatzmöglichkeit. Ne? No offense hier, klar. Ja, ich sag nichts gegen die Vampire, zumindest nicht öffentlich. So, und jetzt verkürze ich die Sache hier halt doch mal. Da hätten wir Windows 95 in voller Pracht. Allerdings kann man damit echt nicht viel anfangen. Das Einzige, was hier tatsächlich läuft, ist der Mauszeiger und die Geschwindigkeit ist einfach unterirdisch. Na, das vergessen wir gleich mal wieder. Für diese Folge setze ich voraus, dass ihr ein klassisches Amiga-System, echte Hardware oder WinUAE eben, habt, auf welchem mindestens Kickstart 3 und Workbench 3 läuft. Besser wäre beides in Version 3.1. Sowie, dass das Entpackprogramm LHA vorhanden ist und ihr damit entpacken könnt und ihr imstande seid, Dateien zwischen eurem netzgehenden PC und dem Amiga auszutauschen bzw. dass euer Amiga am Internet hängt. Ja, wir können ja nicht jedes Mal bei Adam und Eva wieder anfangen. In unserem vielgeliebten Aminet suchen wir zunächst nach PC Task, wohlgemerkt mit Bindestrich. Wir finden die Datei pctask44.lha, laden diese herunter, verfrachten sie auf den Amiga und entpacken diese dort. Dies könnt ihr gleich dort machen, wo PC Task endgültig auf eurer Amiga-Festplatte liegen soll, denn das Programm ist jetzt schon direkt funktionstüchtig. Der Ordner PC Task ist nach dem Entpacken übrigens nicht direkt sichtbar, muss also erst sichtbar gemacht werden, indem man sich alle Dateien anzeigen lässt oder eben direkt ein Piktogramm dafür erzeugt. Ich mache das hier der Einfachheit halber mit Directory Opus, einem Programm,
welches in den Classic Workbench Erweiterungen bereits enthalten ist. In dem Ordner PC Task finden wir zwei Programme, PC Task Dynamic und Interpretive. Ich möchte generell am liebsten mit Dynamic arbeiten, da dies bei mir die beste Performance abliefert. Was auf eurem System die besten Ergebnisse erzielt, müsst ihr jedoch selbst testen. Wir benutzen jetzt für die nächsten Schritte Dynamic. Rechts oben sehen wir auch schon den Unterschied zum Interpretive Mode. Wir stellen hier die Puffergröße für die Emulation ein und, wie man sich wohl schon denken kann, wird die größtmögliche Einstellung die schnellste CPU-Emulation liefern. Dabei gilt es jedoch folgende Größen zu beachten. Sehr clean, das soll wohl klein heißen, benötigt 512 KB, klein 1,5 MB, mittel 5,25 MB, groß 9,5 MB an Amiga-Arbeitsspeicher, jeweils zusätzlich zum gewünschten PC-Arbeitsspeicher. Also wollen wir 16 MB PC-Arbeitsspeicher in die Emulation zur Verfügung haben, so brauchen wir dafür 25,5 MB freien Arbeitsspeicher, wenn wir die Einstellung groß wählen. Die Einstellung sehr groß benötigt die Menge an gewünschtem emulierten Arbeitsspeicher mal 4 plus 2 MB. Unsere angestrebten 16 MB unter der PC-Emulation brauchen demnach 66 MB freien Amiga-Arbeitsspeicher. Diese Rechenspielchen muss man sich im Interpretive Mode nicht machen. Wenn man da 16 MB haben will, holt sich PC Task vom Amiga nicht viel mehr als 16 MB. Dafür muss man aber mit Leistungseinbußen rechnen. Die Checkbox FPU lässt sich nur dann aktivieren, wenn der Amiga selbst über eine solche verfügt. Wenn nicht, ist die Box ausgegraut. Darunter finden wir sozusagen unsere PC-Grafikkarte. Mit den niedrigeren Optionen wie CGA und EGA habe ich mich nie aufgehalten. Super VGA mit einem Megabyte Speicher und gut ist es. Ihr könnt auch 2 MB nehmen, wenn euer freier Amiga-Arbeitsspeicher das zulässt. Unter den erweiterten Video-Optionen müssen wir nun für jeden PC-Screen-Mode, also Auflösung und dargestellte Farben, einen Amiga-Screen-Mode zuweisen, also wirklich für jeden einzelnen PC-Mode einen separaten Amiga-Screen-Mode. Das habe ich am Anfang vergessen und habe mich immer gewundert, warum mir diese Fehlermeldungen bisweilen um die Ohren fliegen. Denn wenn man das eben nicht macht, dann schmiert die Emulation mit eben besagtem Fehler in dem Moment ab, in dem ein PC-Screen-Mode geöffnet werden soll, welchem kein Amiga-Screen-Mode zugewiesen ist. Mit Modus Ab und Auf schalten wir uns jetzt also durch die verschiedenen Modi und weisen mit Modus einen passenden Screen-Mode zu. Normalerweise wird immer Vollbild verwendet. Dann steht hier Screen. Wenn ihr aber PC Task in einem Fenster betreiben möchtet, dann stellt ihr eben um auf Fenster. Im Menü Modus finden wir alle Amiga Screen Modi, welche derzeit im Devs Monitors Verzeichnis vorhanden sind. Stellenweise kann die Zuordnung ein wenig tricky sein, denn die Auflösungen der Amiga Screen Modi decken sich nicht immer hundertprozentig mit denen des PCs. Nehmt also lieber immer eine Nummer größer, sonst fehlt hinterher ein Teil des dargestellten Bildes. Da kommen die Besitzer von Amiga-Grafikkarten jetzt freilich besser weg, denn die können sich neue Screen-Modi anlegen, deckungsgleich passend zur PC-Welt. Mit Bildschirmaufbau kann man in speziellen Fällen eben diesen optimieren, aber das ist dann eine Sache von Fall zu Fall. Wir ändern hier jetzt erstmal gar nichts dran. Mit OK geht's wieder raus. Mit diesen Checkboxen können wir bestimmen, ob die serielle und parallele Schnittstelle sowie der PC-Speaker und die Maus in die PC-Emulation mit eingebunden werden sollen. Hier unten geht's dann an den emulierten Arbeitsspeicher. Den konventionellen Speicher setze ich traditionell auf 640 KB, was dem gängigen Maximum von AT-PCs entspricht. Erweiterungsspeicher sollen in meinem Fall jetzt mal 16 MB sein. Hier drüben geben wir unsere Laufwerke vor. A und B sind, PC-typisch, die Diskettenlaufwerke. Hier tragen wir zumindest für A das Amiga-Diskettenlaufwerk DF0 ein.
Laufwerk B könnte dann, insofern vorhanden, DF1, 2 oder 3 sein. Man muss hierbei darauf achten, dass ein normaler Amiga Double Density Diskettenlaufwerke benutzt, also darf man auch in der Emulation nur 720 KB große DD-Disketten, die mit nur dem einen Loch, ne, verwenden. Möchte man High-Density-Disketten verwenden, PC üblich mit 1,44 MB formatiert, braucht man freilich auch ein HD-Amiga-Diskettenlaufwerk und diese sind sehr selten und zudem fürchterlich langsam im HD-Betrieb, da sie nur mit halber Drehzahl laufen. Oder man macht den Spaß eben doch erstmal in WinUAE, denn dort ist ein Amiga-HD-Diskettenlaufwerk nur wenige Klicks entfernt. C und D repräsentieren mögliche Festplatten. Wir generieren uns jetzt erstmal eine virtuelle Festplatte, ein sogenanntes Hardfile, indem wir auf Datei als Festplatte anlegen klicken. Hier geben wir nun ein, wo die Hardfile-Datei angelegt werden, wie sie heißen soll und wie groß wir unsere virtuelle Festplatte wünschen. Freilich darf unsere angestrebte Megabyte-Menge nicht über der freien Kapazität der Amiga-Partition liegen, auf welcher wir sie anlegen wollen. Und jetzt ganz wichtig, um sich den ganzen Krempel in Zukunft sparen zu können, Config speichern, nicht vergessen. Wenn alles passt, können wir nun PC Task zum ersten Mal mit Klick auf den Start-Button starten. So, da haben wir also nun die grau-schwarze MS-DOS Tristesse auf unserem Amiga. Aber keine Angst, die bunte Workbench ist nach wie vor da. Wir sehen hier immer noch unsere Amiga-Maus und wenn wir diese zum oberen Rand bewegen, dann können wir den PC-Task-Screen herunterziehen und quasi dahinter schauen. Hier oben steht eine ganz wichtige Information. Mit der rechten Amiga-Taste und Delete können wir die Emulation wieder beenden. Sehr nützlich zu wissen. Darunter finden wir die Angaben zum System. 486er Prozessor, konventioneller Speicher 640 KB, Erweiterungsspeicher rund 16 MB. Wenn hier weniger angezeigt wird als die Menge an Arbeitsspeicher, die wir eingestellt haben, dann liegt es einfach daran, dass unser Amiga PC Task nicht genug Speicher zur Verfügung stellen konnte. Und hier werden wir nun freundlich und auch noch auf Deutsch darauf hingewiesen, dass wir nun eine startfähige MS-DOS-Systemdiskette einlegen sollen. Na klar, ohne geht's nicht weiter, da ist ja nichts drauf. Ich ziehe hier jetzt mal geschwind eine MS-DOS 5-Installation durch. Da muss ich jetzt nicht tiefer ins Detail reingehen, und das ist alles genauso, wie es auf einem echten PC auch wäre. So schaut das Ganze dann aus. Ein ganz normal anheimelndes MS-DOS. Bevor wir uns jetzt ins wilde DOS-Abenteuer stürzen, führen wir einen Befehl aus, den echte DOS-Jünger in Fleisch und Blut haben. Edit config.sys. Warum? Weil es zwei Gemeinheiten gibt, die man hier wissen muss. Zum einen dauert der Test des erweiterten Speichers durch heimemsys ewig lange, also setzen wir dahinter ein /testmem:off. Außerdem müssen Freunde der EMM386-Exe daran denken, dass diese im Interpretive Mode von PC Task nicht ausführbar ist und zwangsweise zum Absturz der Emulation führt. Nach ja, neu starten kann man den virtuellen PC wie gewohnt mit Ctrl, Alt und Delete. Im Verzeichnis von PC Task befindet sich der Ordner MS-DOS Utils und darin das Programm Produce Util Disk. Legt eine leere Diskette in DF0 ein und führt diese Prozedur aus. Es werden nun MS-DOS lesbar spezielle PC Task Utilities für den PC-Betrieb auf die Diskette geschrieben. Wenn das Ganze abgeschlossen ist, starten wir die PC-Emulation und legen dann eben diese Diskette ein. Die Maus, welche wir hier sehen können, ist die Amiga Workbench Maus und damit können wir erstmal herzlich wenig anfangen. Das können wir ändern, indem wir das Utility pctmaus.exe starten.
Dieser Maustreiber kann direkt von der Eingabeaufforderung aus gestartet werden und freilich geht das auch mit einem Eintrag in der AutoExec.bat. Jetzt hat unser Amiga-Mauspfeil quasi die Gewalt über MS-DOS übernommen. Und als Info vorweg, nein, diesen Treiber können wir nicht für eine Windows-Installation benutzen, aber das ist alles halb so wild. Weiterhin finden wir bei den PC Task Utilities den Befehl dir-a. Damit kann man sich von MS-DOS-Seite aus Verzeichnisinhalte der Amiga-Seite anschauen. Gibt man also beispielsweise dir-a RAM Doppelpunkt ein, so sieht man den Inhalt der RAM-Disk. Dazu passend gibt es Copy to A und Copy to I. Mit diesen Programmen lassen sich entweder Amiga oder IBM, also MS-DOS-Dateien, zwischen den beiden Systemwelten hin und her kopieren. Wenn unser Amiga über den Luxus eines CD-ROM-Laufwerks verfügt, so sollten wir dieses auch unter MS-DOS nutzen können. Finde ich zumindest. Und es ist nichts leichter als das. Wer schon mal unter MS-DOS ein CD-ROM-Laufwerk von Hand installiert hat, der braucht quasi kein neues Wissen hierzu. PCT-CD-ROM-SYS ist hier unser benötigter Treiber. Diesen binden wir in der Config-SYS als Device mit ein. Einzige Spezialität hier, hinter /d:// müssen wir die Amiga-Schnittstelle nennen, an welcher das Laufwerk angeschlossen ist. Bei meinem 4000er hier ist das der interne IDE-Port und entsprechend brauche ich das SCSI-Device Unit 1. Das war's in der Config-SYS. Speichern und jetzt brauchen wir noch den alten Kumpel MSCDX und der gehört in die AutoExec.bat. Mein MS-DOS 5 hier hat MSCDX noch nicht an Bord, also habe ich es mir separat besorgt. In der AutoExec.bat brauchen wir nun den Aufruf der MSCDX-Exe mit dem Switch /d:/msCD001. Ich setze hier gleich noch mit /l:/e den Laufwerksbuchstaben auf E fest, denn automatisiert würde es D sein, aber wenn ich mal eine zweite Festplatte als D einbinden würde, dann würde sich der Buchstabe des CD-ROM-Laufwerks nach E verschieben und sowas mag ich gar nicht, daher setze ich den Buchstaben gleich hier fest. Nach einem Neustart mit Ctrl, Alt und Delete sehen wir, dass der Treiber geladen wird. Und tatsächlich, es funktioniert. Unter WinUAE habe ich das übrigens noch nie zum Laufen gekriegt, aber na, ich bleib dran. So, und das ist es jetzt erstmal für Teil 1. Es wird also eine weitere Folge zu PC Task geben und dann wird es darum gehen, wie man von Amiga-Seite aus ganz easy auf die PC-Hardfile zugreifen und was wir so von Windows unter PC-Task erwarten können. Bis dahin dann Adele, ciao und bye bye, euer Mick. Ich hoffe, du hast gut geschlafen.